23rd of November 2010, Shanghai. Bauma China started with an opening ceremony. Again, the number of exhibitors and the size of the exhibition space have increased significantly. On the first day of Bauma China, we met Eugen Egettenmeier, the managing director of Messe München, has been in charge of Bauma for the Asian markets since the first fair in 2002. Wir gehen nicht nur mit Wachstumserwartungen in die Messe, sondern wir gehen mit Wachstum in die Messe rein. Wir stellen fest, dass die Messe erneut eine kräftige Zunahme bei der Anzahl der Aussteller hat. Mehr als 1850 im Vergleich zu etwa 1600 beim letzten Mal. Mehr als 230.000 Quadratmeter Fläche gegenüber 210.000 Quadratmeter beim letzten Mal. Und so wie sich der erste Tag der Messe zeigt, glaube ich, dass wir auch die Besucherzahl vom letzten Mal, die bei 110.000 Besuchern lag, deutlich übertreffen werden. Wir rechnen mit mindestens 120.000 Besuchern, wenn nicht mehr. Es ist ganz klar Raum für Wachstum. Wir merken das ja schon an der Nachfrage, die wir in diesem Jahr hatten. Wir konnten ja die Nachfrage nach Flächen gar nicht vollumfänglich befriedigen. In 2012 sind wir Gott sei Dank in einer anderen Situation. Da ist das Messegelände voll ausgebaut. Wir bauen ja gerade noch 4 weitere Hallen. Im Jahre 2012 stehen uns insgesamt mehr als 300.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche zur Verfügung. Wir haben das ganze Messegelände in 2012 für die Bauma China geblockt. In 2012 können wir die Nachfrage befriedigen. Bereits zur diesjährigen Messe haben wir zusätzliche Eingangsbereiche in Betrieb genommen. Wir haben im letzten Jahr, Gott sei Dank, auch eine U-Bahn-Haltestelle direkt an einem der Eingänge des Messegeländes bekommen. Aber natürlich müssen wir das noch weiter verbessern, dass vor allem die Zuführung der Besucher noch stärker dezentralisiert auf die 3 Eingangsbereiche, die wir jetzt dieses Mal neu zur Verfügung haben, auch tatsächlich verteilt werden. Das muss noch gelernt werden. Da müssen wir logistisch noch dran arbeiten. Aber ich denke, dass wir in 2012 schon sehr viel mehr in den Köpfen drin sein als in diesem Termin. Man stellt gerade bei der Bauma 2010 doch einen interessanten Trend fest. Während bei der ersten Bauma, die wir hier im Jahre 2002 durchgeführt haben in Shanghai, die Mehrzahl der Unternehmen noch ausländische Unternehmen waren und die chinesischen Unternehmen eigentlich in der Minderheit waren, hat sich ja mittlerweile das Verhältnis umgekehrt. Zeigt doch den Trend, dass sich der Schwerpunkt der Produktion wie auch der Schwerpunkt der Orders, der Nachfrage nach Baumaschinen von den westlichen Ländern Europas oder Nordamerikas verlagert hat in die asiatischen Länder China und Indien. Man kann das auch an den Produktionszahlen deutlich machen. Im Jahre 2010 wurden insgesamt weltweit etwa um die 700.000 Units gebaut, also in den verschiedensten Baugeräten, Baumaschinen und so weiter. Und knapp die Hälfte davon, nämlich etwas über 40%, wurde hier in China geordert. In 2005 waren es erst 18%, die von China geordert wurden. Dieser rasante Anstieg macht natürlich auch die Verschiebung deutlich.